Das ist ein Haas, der langsam ist. Ich hab doch gesagt, Magnussen. Da vorne kommen Überrundung. Was? Ah, nee, das ist Rufus. Ne? Ja, ich habe Rufus schon so lange nicht mehr gesehen. Dass ich... Ihr seid eigentlich alle in Reichweite immer. Ich nicht mehr. Geht klar. Geber absolut in dieser Runde. Hinter mir, ey. Ich musste echt alles geben. Und ich hatte doch Ressourcen. Also wo du kurz raus warst aus dem DS-Fenster, habe ich RS gespart und auf einmal warst du wieder mitten am Heck und ich so, what the fuck? Und dann warst du auf einmal schon in der Wand. Du hast einmal das Reden angefangen und dann war ich dran. Was habe ich denn gesagt? Du hast einfach gequatscht. Die Sache ist, wenn du redest, hast du immer schlecht. Alter, das war knapp genau auf der Linie, hatte ich meine Geschwindigkeit. Alter Schwede, ey. Du sitzt hier ganz schön weg, ne? Fett. Die Supersofts gehen jetzt richtig los. Ja. Los, fahr jetzt! Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Was passiert da? Was macht der denn da? Wenigstens fährt er an der Seite. Wer ist denn das? Magnussen. Magnussen? Was macht denn der denn? Der wollte Partybrötchen kaufen. Na, die gibt's aber nicht. Ja, das die hat er jetzt auch festgestellt. Und jetzt sucht einen Kiosk. Ja, hier vorne rechts. Ah, Schnicke fährt da vorne. Jo. Auch Unfall gebaut oder was? Nein. Ah nee, du hattest mit Dosa immer so Probleme. Ah, Magnussen ist auch in die Box gefahren. Warum sollte er nochmal weiterfahren? Ne, oh! Nochmal. Danke, Leg! Vielleicht, weil ich in der Box war, hat es kurz geleckt. Eieiei. Poppy, wie vielter bist du schon? Vor Magnussen. Also 19. Ja. Hast du dich nochmal gedreht oder warst du Boxen? Ich war Boxen. Der war nochmal Boxen. Nee, nicht nochmal, ich war Boxen. Er war okay, vorher nicht, weil Abstand er zum Teamkollegen? 18,2 Sekunden. Der kam krass aus der Boxen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der zieht einen vor die Nase und will einen einfach nur abschießen. Wie vielter bist du? 15. Okay. So spät kam der aus der Box. Der ist quasi mit mir reingefahren. Rufus ist jetzt in der Box. Mhm. Könnte sein, dass du mich sogar hart geundercuttet hast. Nee. Keine Chance. Ich hab's der probiert, Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Dich nicht. Boah, Hartley! Was macht er denn? Wobei ein bisschen kommen bin ich rangekommen. Gefühlt. Ich bin so langsam gewesen, ey. Ey, es gibt's nicht. Dosa hat sich richtig aufgehalten gefühlt. Die KI dieses Jahr ist schon. Ich war in der Runde vor 4 Sekunden hinter dir und dann war ich ja am Ende der Runde schon dran. Das war ganz eigenartig. Das war nicht eigenartig, das ist der Effekt der Reifen. Das ist einfach. Und dann noch mit Lenkrad, ne? Das sind die ja nochmal schlechter. Was? Das ist ein Gerücht. Wie wenn man keinen Windschatten bekommen würde von der KI. Und die KI zieht aber easy weg, ne? Ja. Hat sie selbst Windschatten? Hm? Hat sie selbst Windschatten? Weiß ich doch nicht, ob ich selber Windschatten habe. Ne, die KI. Ich meine die KI. Sehe ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Nein! Oh! Ey, also dieses Rennen ist wirklich gar nichts für mich. Ich überlege, ob ich nicht einfach irgendwo sinnlos in eine Mauer fahre, ey, da. Ey, da war ich so gut dran, da komme ich mit dem vorderen linken Rad beim Anbremsen auf das Grün. Mhm. Vielen Dank. Oh, so ärgerlich. Wir schauen, dass wir Dose kriegen müssen, Rufus. Ja. Okay.
dumm ist, ich habe eine Sekunde verloren. So, ja. Du bist noch schneller mit dem Supersoft. Ach, auf Dose, okay. Dann hätte ich auch wirklich noch zweimal rot fahren können, ey, so ein Kack. Wenn man das immer vorher wüsste, ne? Ja. Vielleicht kommt aber eh der Regen. Ne? Hier wird das ja noch mal alles wieder. Im nächsten Rennen vielleicht, ja. Was ist das nächste Rennen überhaupt? Ich weiß China. Nicht. China. Ja, da kommt meistens Regen. Ich spare mir mal das Fett ein bisschen auf. Wieder. Ah, da ist er. Der spurt uns wieder raus. Unfassbar. Oh, obwohl ich gerade persönlich schnellste gefahren bin. Der ist richtig scheiße aus der ersten Kurve raus. Also du bist dran, meinst du? Ich muss halt für Reifen. Soft. Der ist schneller rein, als ich gedacht habe. Na, ich dachte auch, er zieht die bis Ultrasoft. Oder er probiert es. Ich hab gedacht, die 13. fährt er noch aus, aber nein. Doch, gib ihm. War mir von Anfang wirklich nie der Plan, irgendwie Ultrasoft fahren zu wollen. Na, das war halt ärgerlich, dass wir auch einen Einstop angeboten bekommen haben. Für dich. Eigentlich mal so sehr, weil ich wusste, dass die Ultrasoft zum Ende des Dienstes etwas so unsäglich langsam werden würden. Ja, das stimmt. Ja. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Ich bewundere, dass ich nach dem wenn ich mich fast hier hinten gedreht hätte und Schläge fast abgeräumt hätte, dass ich dann überhaupt noch wieder mal ranfahren passt. Könnte. Nein, das eine Mal habe ich nicht gedreht, das andere Mal, wo du rechts an mir vorbeigezogen bist, das erste Mal meinte ich. Das andere Mal, ja. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Und wir sind dran. Erstes Rennen direkt Stress bei der Ferrari. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Null! Leck? Hä? What the fuck? Hatte ich eben auch gehabt. Oh. Ich hab keinen Leck. Also die KI hat sich zurückgesetzt. Und schon wieder. Ist wie so ein Assi, der gerade einen Kopfstoß vortäuschen will, weißt du? Die Dose hat mega geleckt, dann keine Ahnung. Ja, auf einmal war er hinter Rufus. Rufus ist sich zur Seite gefahren. Oh yeah. Das war die magische Wer ist erster Fahrer? Regie. Ich gibt's dir gerade einen Knopf gedrückt dafür. Ja, ja. Ja, ich habe noch keinen Flügel mehr. Ah, okay. Weil der Gasly aber noch aufkam. Nimm einfach den von dem Gate. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,1 Sekunden. Hallo Herr Gasly, hau mal ab. Ist gar nicht so einfach ohne. Boah. Glaube ich dir. Weil die KI einfach nicht aufgibt, ne? Es ist echt heftig. Ja. Bis Gasly hätte Messer. Mich beinahe wieder abgeschossen. Wir ziehen immer wieder ran, ne? Und teilweise auch an so dummen Stellen. Bei Frankreich hat sich das Startziel, fahren die ganz rechts, wo man gar nicht fahren kann, eigentlich auf der Wiese schon. Okay. Und wollen da überholen. Also Jeff hat mir gerade gesagt, ich soll hier dranbleiben, MG. Vielleicht machst du ja einen Fehler. Ja. Vielleicht. Rufus an der Box. Ja, durch den Leck habe ich kaputt. Eine kaputte Nase. MG Dritter, oder?
Also KI ist gut eingestellt, man kommt wieder ran. Ne? Ja. Locker, ja. Wenn man nicht selber wieder Fahrfehler macht, ja. Oder nochmal in die KI reinfährt. Ja, die KI in einem reinfährt. Oh, Rufus, hallo. Und dann musst du jetzt aber auch fahren, ne? Ja. Wie ist denn da hinten bei euch die Reihenfolge? Erst MG, dann Schnigel, dann... Rufus. Ich bin auf 10. Ich auch 11. Und Schnigel? Schnigel auf 4. Okay. Noch. Dose fährt die schnellste Zeit. Ja, der übertreibt wieder komplett. Es gibt Leute, die kennen ihr Maß, ne, und es gibt Bumse, ne? Der muss wieder noch rein. Versucht auch eigentlich im Moment wirklich aus dem DRS-Fenster rauszuhalten. Ganz ehrlich, ich bin nur am Verwalten, Mann. Nur am Verwalten. Wie weit bist du denn weg, Fresh? Von dir? Oh, 32 Sekunden. Ja. Deswegen verwalte ich nur, weil Dose wird nachher eine Ansage bekommen, dann weiß er auch, warum ich verwalte. Ah, hat er schon wieder eine Strafe? Wie geht das bitte? Ja, die eine Kurve ist halt, ne, man fährt die manchmal ein bisschen eng, dass man den Poller mitnimmt und da hat man dann halt eine Verwarnung, ne? Ach so, wenn man zwei, dreimal den Poller mitnimmt. Und wenn der Poller schon weg ist und man ihn trotzdem mitnehmen würde, dann kriegt man halt noch so eine Verwarnung, ne? Und mittlerweile bin ich bei der vierten Verwarnung, also schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Disqualifiziert wegen Strafen. Ja, deswegen bin ich nur noch am Verwalten, weil ich will da auch nicht irgendwie noch eine Verwarnung bekommen, ehrlich gesagt. Ich weiß nämlich nicht, ob ab 5 oder ab 6 die nächste Strafe kommt. Immer alle drei. Ja, hoffentlich. Dann habe ich noch eine gut, aber... Willst jetzt auch nicht herausfordern, ne? Klar. Ja komm, probier mal. Ja, ja. Ja, am Ende kriege ich eh dann 10 Sekunden und dann muss er auch noch rankommen. Und die Zeit zu dir hält sich ja relativ konstant. Guck erstmal auf meine Reifen. Wir brauchen wieder Energie. Kann reduziere den EAS-Einsatz. Ja, der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Nicht schon wieder. Bleib ganz cool. Auf deine Reifen kann ich gerade. Ach so, oh. Lol. Das habe ich gar nicht gesehen. Nö, du musst noch mal boxen. Okay. Nein! Läuft ja super, so wie es sich anhört. Du magst Schwoll, meinst du? Bester Fahrer. Du bringst mein Teammate in eine Karriere, mega gut. Ihr seid alle nicht gewechselt? Nö. Also ich nicht. Bin noch in Saison 1. Bin ich auch noch in Saison 1. Bombay Gap. Ich konnte noch 4 Rennen das erste Mal wechseln und auf den 8 Rennen das zweite Mal gewechselt. Dann würde ich die KI hochstellen an deiner Stelle. Ach, das ist Schnigge? Nö. Ja, da hab ich gerade, wie du sagst, Schwoll gerade abgeschossen. Das warst du, das hörte sich wie Poppy an. Ich war nicht mehr besser, gut. Ich war nicht mal besser als mein Teamkollege. Ich habe das dann aber angeboten gekriegt. Okay. Wobei in dem Moment habe ich mich aber auch verbremst, wo er da geschrien hat. Ich denke, oh Scheiße. Ich sollte mal ein bisschen Platz schaffen, damit ich nach vorne, ne? Wie viel Zeit braucht man ungefähr beim Boxen hier? Keine Ahnung. 22 Sekunden? Ja, so in etwa. Ich war 24 vor euch und bin knapp vor euch wieder rausgekommen. Okay, dann weiß ich aber, was ich auf Hülkenberg noch ausbauen muss. Na Ocon, du fährst aber auch einen heißen Reifen hier. Ja, ich will es lieber frühzeitig rausfahren. Ah, du willst eh wahrscheinlich Ultrasoft noch machen, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Mhm. Boah, Ocon, ich muss das jetzt hier mal so ein bisschen... Hallo! Abkürzen. Das war jetzt etwas doof überholt, gebe ich gerne zu. Ja, gegen aber KI darf man das sagen. Ja, gegen KI? Ist, ja, Ocon, der hat an den unmöglichen Stellen gebremst, deswegen. Ich glaube, der hat sich an mir den Frontflügel abgefahren. So, Grosjean, der Nächste. In der Karriere hatte ich jetzt eine lustige Situation. Da habe ich einfach. Von hier aus sehen deine Reifen noch astrein beide aus. Ferraris. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 25. Der eine war komplett raus, Vettel, und bei Kunden war nur letzter halt dadurch. Also auch komplett raus, kann man ja sagen. Und vorher dritter und vierter mit Option auf zweiten.
Oder Vierter. Hey, was ist denn das? Vierter und Fünfter. Wieso wundert mich das bei dir? Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,8 Sekunden. Ungelogen, was ist denn das für ein Scheiß? Wieso kann ich den jetzt nicht mehr bremsen? Bremse kaputt oder was? Es gibt einen Bremsbug übrigens. Also. Es gibt auch den DRS-Bug, dass das DRS offen bleibt. Nice. Ich glaube, ich schon zweimal oder so in der Karriere passiert. Läuft. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie Michael Schumacher in Kanada. Wo hängt denn der Poppy momentan? Jetzt wieder auf 12, eben war ich noch auf 8. Und Rufus, wo bist du? 6. Das ist sehr gut. Dann wären wir momentan, glaube ich, erst an der Konstruktorsweitergabe. Ja, normal schon. Allein schon durch deine 18 Punkte. Ja, aber Dose fährt auch noch mit, ne? 25. Da brauchst du mindestens 7. Ist einer von euch vor mir oder ist das KI vor mir? Guck halt, welche Farbe. Kommt drauf an, wo du bist. Das ist KI. Sektor 3. KI. Sektor 3 bin ich auch, weil gerade Startziel. Na, so weit bin ich noch. Das ist KI. Ah, okay. Sieht man an den Farben. Die anderen haben andere Farben. Ich hab die Minimap aus, deswegen. Ich hab die Minimap aus. Okay. Können deine Reifen mal anfangen abzubauen, Dose? Dann bauen aber deine auch ab. Ich meine, du hast die gleichen Reifen länger. Ich meine, so extrem aggressiv fahre ich nicht. Oh, Rufus kämpft sich schon an Hülkenberg vorbei. Ja. Vierter schon, oder was? Ja. Nice. Wie viel auf MG? Oh, keine Ahnung, man, 16. Na, ja, so weit, ja. Okay. Welcher Chat würde ich sagen? Keep pushing, keep pushing. Ich probiere was Gewagtes. Durchfahren, oder was? Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Ja, was Jeff, hat das für den Vorher für Reifen? Ultras. Ja, Ultra super. Okay. Oh, ich glaube nicht, dass es gut geht. Jeff hat mir gerade gesagt, ich muss vor den Kurven bremsen. Warum? Sonst kriegen wir eine Strafe aufgebrummt. Er bremst, verliert. Ja. Wer gar nicht bremst, sehe ich genauso. Man kriegt übrigens bei 5 Verwarnungen die nächste Strafe. Ah, okay. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aber es ist dieselbe wie vorher. Von daher alles gut. Kommt bei oben drauf. Ja. Aber damit habe ich schon gerechnet. Trotzdem alles gut. Selbst wenn die noch 5-mal oben drauf kommen. Immer noch alles gut. So, ein paar Ressourcen sparen, falls Rufus rankommt. Das ist sehr weit weg, also da müssen deine Reifen extrem abbauen. Muss ich nur einmal drehen? Ja. Kriegen wir hin, ich habe gerade eine Banane auf die Strecke geworfen. Wir spielen nicht Mario Kart. Bist du sicher? Kennst du nicht die Mario Kart Multiplayer Mod für F1? Das ist keine Mod, das ist schon im Spiel drin. Nee, ich kenne nur die Mod, da wo alle gleich bei der kleinsten Berührung kaputt gehen vom Auto. Ja, extreme Damage Mod. Hier ist lustig. Gut so, gemacht, also damit legst du einen Platz weiter vorn. Oder 5 oder so, keine Ahnung. Oh, Ruf, was willst du nochmal wissen? Ja, der will halt wirklich rankommen, der Junge. Naja, sind schon nur noch 13. Hab ich jetzt einfach mal so gesagt? Keine Ahnung, ich guck da nicht drauf. 13 waren's, ja. Echt? Oh. Ja. Wenn Dose so weiterfährt, sind's auch gleich 13 auf Dose. Dose, du musst nicht mehr pushen, ne? Das ist dir klar. Ich push auch überhaupt gar nicht. Ich steck vor allem gerade mitten im Verkehr fest. Eher. Ja, du musst nicht mehr pushen. Ich push. Sorry, Alter, Ocon, aber an dieser Stelle kann man nicht überholen. Hör jetzt auf zu pushen, Dose. Komm, ein Toro Rosso wird mich in der letzten Kurve eben durchlassen. Der Stand ist einfach irgendwie mitten in der Strecke halb stehen geblieben. Nein, Chef, ich habe meinen eigenen Plan. Halt die Klappe. Kannst du ihn sagen? Chef, sei leise. Nö, find die Diskussion lustig. Der will unbedingt, dass ich an die Box fahre. Ich habe im Übrigen im Spiel... Halt auch schon seit 3 Runden da.
Ah, ja. Wir lachten auf dich. Warst du schon so auf Trennschnecke, dass du das gesehen hast? Ja, jede Runde reingefallen. Ich habe übrigens im Spiel die Audioqualität von 7.1 auf 5.1 runtergestellt und jetzt ist Jeff voll laut. Okay. Das könnte ich gar nicht ab, wenn Jeff laut wäre. Ja, aber jetzt verstehe ich nicht zumindest auch mal. Das ist wie zu Hause, ne? Schreib dich an. Ja. Ich habe die Lautstärke vom Spiel erstmal runterstellen müssen, weil bisher habe ich die immer im Karrieremodus über das über den Schnitt geregelt einfach. Und jetzt kann ich das halt nicht mehr über den Schnitt regeln, weil sonst würde ich euch nicht hören. Wobei, wäre besser. Ich regel das wieder über den Schnitt. Okay. Wow. Das ist Musik in meinen Ohren, Dose. Mach weiter, so. Okay, Abstand zum Teamkollegen 34,1 Sekunden. Der versucht auch mich in der letzten Kurve durchlassen zu wollen. Das ist Musik in meinen Ohren. Hat ja insgesamt nur 3,5 Sekunden gepasst. Echt? Und ich komme trotzdem nicht ran. Oh, noch eine bin ich ran. Na komm, wir müssen aber noch durch den Verkehr. Ja. Es könnte noch ein Fight werden mit Rufus hier. Hoffentlich. Bis zum Schluss. Wir müssen ja hier die Konstrukteursmeisterschaft holen. Wie wenn dich die interessiert. Natürlich. Jetzt, wo ich noch eine Chance drauf habe, interessiert die mich. Ich hab da mal hier jemanden weggedreht, der mich in der Kurve überholen muss. War die Wand im Wege. Ach, das sind tolle Reifen. Das sind super Reifen. Ja, geil. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtbrennzeit am Ende verrechnet wird. Der war nicht im Box. Der ist ultra soft gefahren und dann super soft. Ja, nachdem ich mich gedreht habe. Wer steht hier? Hamilton. Hamilton ist raus. Echt? Wo stand oder wer war das? Nee, Hamilton war das nicht. Nee, Hamilton war das nicht. Ja, irgendeiner ist raus. Irgendwer steht hier der grüne Flagge. Ah, da, ne? Oh, okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 9,3 Sekunden. Da stand irgendwas Langes. Sirotkin vielleicht? Ein Bus! Wo ist irgendwas Langes? Oder Limousine. Uber. Oder die U-Bahn. Bin ja gespannt, wann mich Jeff für eine alternative Strategie anquakt. Ich warte schon auf eine alternative Strategie von dem jetzt hier. Ich warte auch auf eine Alternative. Aber auch nur, weil meine Nase wegen einer Überrundung ein bisschen kaputt ist. Musik in der Nummer. Ja, Musik gemein. Ja, Dose, 6 Sekunden Strafe, ne? Wie viel hätte ich rausfahren müssen? Im Ernst. Jetzt 18. Ja. Aber noch ist nicht vorbei, noch überrunde ich auch und so wie die KI fährt, kann hier alles passieren. Ich wollte halt in der Kurve, wo man nicht überrunden lassen kann, ist sie stehen geblieben. Wo ich nur dachte, what the fuck? Und ich konnte auch nicht mehr bremsen. Das war echt, ich war genau hinter dem, er bleibt in der Kurve stehen. Jetzt verbremst sich hier der andere Toro Rosso. Nice. Das Hage ist das Gasly, ich weiß das nicht. Das habe ich DAS hier. Einer von den beiden Nulpen. Ja, jetzt bleibt der beide stehen. In einem Auto. Weiter. Wir fahren schon zusammen. Geil. Das wäre lustig. Könnte einer so, was weiß ich. Einer macht die Batterie und so und der andere, der lenkt. Oder Rallye-mäßig. Einer sagt, ja. Du musst jetzt rechts fahren. Der eine dreht die linke Achse, der andere die rechte. So, die Überrundungen sind im vollen Gange. Nein, Jeff, ich komm nicht rein. Fahr doch mal rein jetzt. Nachher platzen deine Reifen. Wie viel Prozent hast du? Ich will gerade nicht nachgucken. Wenn man eine Maßnahme... Ach so, 36%. Was du nicht siehst, ist nicht da, ne? Ja, genau. Ich tippe mal so auf 72. Nee, so weit noch nicht. Hast geguckt? Ich guck dir extra nach. Ich habe auf dem schlechtesten Reifen 53. Okay. Könnte klappen mit Durchfahren. Ja, das auf alle Fälle. Die Frage ist, wie nah kommt Rufus? Nah ist mir
egal. Der wird sehr nahe kommen, aber er wird nicht vorbeikommen. Er ist schon komplett leise. Also, unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,9 Sekunden. Du holst pro Runde 2 Sekunden auf. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 14 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,31,3. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Nee. Alter, Hamilton fährt 1,31er Zeiten? Alter. Wie viel da ist denn Hamilton? Vor mir. Fünfter. Okay. Der Scoof ist wieder da. Da ist er am Start. Sag nur das, was relevant ist. Da ist Poppy ja gleich Fünfter. Jo. Oh ja, ja. Dafür war ich aber auch hart am Kämpfen, das Rennen, ey. Aber dann hast du dir verdient. Ach nö, Jeff. Das hat er sich dann auf jeden Fall verdient, ja. Wo bist du, Schnicke? 15. Okay. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. 2 neue Nasen. Bitte. Ja, ja, ja. Eine hätte ich eigentlich auch gebraucht mittlerweile. Ja, ich wäre am Anfang besser auch weitergefahren mit der angeranzten Nase. Und dann ordentlich kaputt machen, meinst du? Und dann. Hat's mich doch erwischt. Oder nochmal erwischt. Rufus, deine Reifen sind doch auch kaputt. Gib zu. Er hofft schon. Er redet nicht mehr mit uns. Nee, das sind seine eigenen kleinen Welten. Reduziere den ERS-Einsatz. Wir müssen die Batterie laden. Hier sind gerade Bienchen und Blümchen auf dem Bildschirm. So, jetzt muss ich noch 3 Sekunden rausfahren. Hat da jemand eine Strafe? Ja, genau. Ich habe nicht eine Sprache, ich habe 2. Ja, ich weiß. Ja, einer muss wieder übertreiben, ne? Ja. Doppelt hält besser, habe ich mal gehört. So ein neuer Spielmodus, derjenige, der die meisten Strafen gesammelt hat. Oh, das wäre auch nice. Der kriegt Jahresende nochmal 25 Punkte extra. Dein Grip bald nachlassen. Die hat Fresh sowas von sicher. Ja, der übt schon. Ich krieg 50 Punkte, weil ich beides mal. Ich bin quasi doppelt so schlecht. Also, wenn ihr 10 Strafen hattet, hatte ich 20 am Ende. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 28,0 Sekunden. Ja, toll. Jetzt kriege ich nochmal eine Strafe. Was ist das denn? Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Jetzt ist nochmal zugehört. Rufus, mach ganz ruhig Startziel. Da kriegst du ihn locker. Kein Stress. Gelbe Flagge, was ist hier los? Das ist auch noch Stroll im Weg. Hat er ihn zwischen euch gestellt oder was? Nee, gelbe. Der ist noch vor uns. Was macht der Typ? Er hat doch auch fast irgendwie, naja, wird mich fast auffahren lassen. Gebet mir zustimmen, Stroll ist behindert. Ja, der ist richtig behindert. In der Kurve Platz machen vom So. Das war wahrscheinlich bei mir vorhin auch so. Hat er zufälligerweise mitten in einer Kurve gebremst? Nee, er stand halt nur kacke und noch so halb auf der Ideallinie. Bei mir stand er komplett auf der Ideallinie. Ist einfach stehen geblieben. Also ich weiß nicht, wer es war. Zumindest habe ich die letzten Runden noch ein bisschen aufgeholt und hänge hinten dran. Wie viel da wissen? 16. Okay. Hat aber 30 Sekunden vorher Rückstand. 30? Boah. Okay, nochmal extra. Jetzt häng ich wieder mitten im Feld drin. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Komm, ist glaube ich der 10. Bleiben in den Kurven fast stehen, als wenn das. Los! Ja, ja, genau. Ich hab dich nicht berührt. Ja, ich weiß, dass du es nicht warst. Sollte er keinen Gruppenkuschel machen, ne? Rufus hat auch Kuschel mit der Wand gemacht. Hol dir lieber sicher den 4. Rufus als da. Ja, oh, Poppy ist weit genug weg. Ja, oh. Aber wenn du den kaputt Sekunden. Machst, dann ist er nicht mehr weit genug weg. Ich hab einen kaputten Frontflügel. Wenn du keine Reifen mehr hast, dann ist er.
Reifen habe ich jetzt keine mehr, nee. Dann fährt der Winken. Ja, hatte ich eigentlich auch schon vorher nicht, das war... Nee, ich meine, wenn der Reifen komplett kaputt ist und abfällt oder so. Sollte es ja auch schon gegeben haben. Alter! So, die letzte Runde ist eröffnet. Ab wann können Reifen platzen? Ab 80. Ich würde sagen, ab 70 ja. Sogar, ab 70. Das ist ja dann ist es easy. Also das, wenn du ab 60 oder so, oder werden die rapide ansteigen, die Prozente. Also ja, da geht das schneller. 64 auf dem schlechtesten. Ja, das wird jetzt schnell gehen. Aber mit der Strategie habe ich ja wirklich gewährleistet, dass ich irgendwie zumindest Vierter bleibe. Dritter. Ja, zumindest. Du hältst mich ja, wenn es dir nicht scheiße gebaut wird. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den EAS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Muss man ja einfach mal sagen. 35 auf MG, das passt. Ja, du drehst dich jetzt eh weg. Ja. Ah, ich dreh mich. Zweimal. Zum Mitnehmen. Mit dem Stuhl oder was? Ja, ja. Einmal um die eigene, Achse. Jetzt habe ich nur das Kabel hier so ein bisschen verheddert, ist ein bisschen blöd. Oh, der zweite Reifen auf 60. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Wege zurück überrunden. Was ist mit ihm? Herzlichen Glückwunsch. Science. Ja. Messi. Vielen Dank. Hättest du Hamilton nicht auch noch überholen können? Kriegst du mir den Cheat demnächst? Nee, ich wollte nicht überholen. Warum wird er den nochmal gefährlich machen? Ja, ich habe ja 6 Sekunden. Achso. Wie hast du Vorsprung? Habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. Aber er ist auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Na dann. Ich bin echt gespannt, was die Reifen jetzt dann gleich, wenn ich über Start-Ziel fahre, haben. Also mit Controller hätte ich das nie im Leben hinbekommen. Dein Vordermann ist dir aktuell um 7 Sekunden voraus. Crash hält erstmal hier alle auf. Echt? Stehe ich da einfach da? Lol, irgendwer fährt hinten nämlich an. Oh. Nase ist kaputt, Science, oder? Ist das Science? Science könnte es sein. Ja, der war vorhin schon am Nerven. Oh. Hoffentlich werde ich dafür nicht disqualifiziert oder so. Ja, es ist Science, der fährt mir hinterher. Rufus driftet bei mir. Ich komm's dir mega aus. Na, das scheiße, das reicht nicht. Alter. Keine Ahnung. Das reicht nicht, verdammt. Das reicht das nicht. Achievement. Cool. Gefühlt hat er keinen Sprit mehr oder so. Ich glaube, du hast keinen Sprit mehr. Ah, ich habe keinen Sprit also mehr. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht. Ja, alles rausgeballert. Dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Nice, GG auf jeden Fall. Es wäre mehr drin gewesen, auf alle Fälle. Einmal mehr ja. An der Spitze. Macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr. Ja. Ich hoffe einfach, dass wir beim nächsten Mal vielleicht weniger Zwischenfälle haben und mehr miteinander kämpfen können. Ja gut, die Strecke Australien ist aber auch scheiße, muss man sagen. Wäre ein guter Vierkampf gewesen nach den Stops, wenn alles rund gelaufen wäre. Ja, war vorher schon geil. Wenn ich mich da nicht weggedreht hätte, wäre da schon Kampf am Start gewesen. Und wenn ich mit dir kämpfe, kommt Fresh ran. Uiuiui. Ja. So, Siegerehrung mal weggedrückt. Also. Mal gucken, wie es hier jetzt so aussieht. Ja, wow. Wir kriegen noch ein paar Erfahrungspunkte. Wow. Oh, ja, sag ich doch. Ich bin von Hamilton noch überholt worden, genau. Oha, da gibt es richtig 5 von 7 vor. Ich bin einfach mal von 1 auf 5. Ich bin auch von 1 auf 5 jetzt. Bin jetzt Level 10 oder so ein Scheiß. Läuft. So, gucken wir mal hier. Okay, 6 Sekunden natürlich, 6 Sekunden Poppy. Ja, müssen wir auch alles nachmachen. Na, ich will ja am Ende ja auch die Krone haben, ne? Also so ist das ja nicht. Rangliste Konstrukteur, das ist ja das Wichtige nach dem ersten Rennen, sagt man. Aber schön ist, dass von den reellen Fahrern keiner ausgeschieden ist. Ja. Ferrari leider nur zweiter Konstrukteur Rangliste. Ja, Alfa Romeo dritter. Noch. Ja. Natürlich am ersten Platz, so muss es sein. Alles noch relativ nah beisammen. Man hat ja auch wobei würde ich gerade sagen, Red Bull ist ja auch nur 7 Punkte, also das geht noch. Man hat ja auch gesehen, wer der erste Fahrer ist hier von Red Bull. Ganz klar. Das geht noch. Von daher, Freunde, würde ich jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei den anderen Pappnasen vorbei. Bis dahin oder rein. Ciao. 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 Ciao.